Und ab ins Loch. So. Und dann machen wir, wir waren ja schon nah dran. Dann müssen wir gleich, wenn wir hier langlaufen und die, hier die Einheiten getötet haben, am besten nur mit den Speerkämpfern, die wieder zurückziehen, die, Schreikolbenkämpfer, damit die später die ganze Mauer ablaufen können, so wie gerade. Nur halt dann besser, dass es besser funktioniert. Die werde ich eh kein zweites Mal benutzen können, deswegen werde ich die jetzt direkt benutzen. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ab ins Dunkel. Und ab ins Loch. Ab ins Dunkel. Ich werde es schaffen. Und ab ins Loch. Ab ins Dunkel. Okay. Oh, ich bin so ein Honk. Wofür habe ich denn die Dings hier? Die Leitertypen. Ja, den kann ich gleich direkt reinlaufen. Ich muss die nur hinten halten. Kann dann hier in die Mauer rangehen und dann sofort hochlaufen. Das kann ich probieren. Das funktioniert, ist eine andere Sache. Aber ich kann es auf jeden Fall versuchen. Okay. Ihr könnt abgehen, das wird allzeit bereit. Das speichern wir jetzt unter Versuch 2. Und speichern. Und versuchen es jetzt nochmal nur taktischer. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. So. Nehmt euren Wunsch. Ein weiter Weg. Kein Problem. Was, da, was gibt's? Wir haben dieses Loch, wir haben deine Schatten, mein Lord. An den Wall! Ja, bitte auf uns zählen. Wohlzeit, womit kann ihr kein Wohlzeit bereit? Ich nenne euren Wunsch. Ja, bitte auf uns zählen. Ja, manchmal hilft nur Muskelkraft. Da endlich. So, und jetzt in Deckung. Bewegt euch! Wohin gehen wir? Wir rücken aus. Was gibt's? Die sind so gut wie tot. Ja, komm, 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 komm. Los! Auf ins Getümmel! Ja, Hühnerfutter. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Bewegt euch, Hunde! Was wünscht ihr? Bewegung! Na los! Auf ins Getümmel! Wir haben keine Chance! Na endlich! Was gibt's? Ja, Herr! Die sind so gut wie tot! Bewegt euch, Hunde! Ja. Hühnerfutter! Manchmal hilft nur Muskelkraft! Los! Auf ins Getümmel! Allzeit bereit. Ein Kinderspiel. Was wünscht ihr? Die sind so gut wie tot. Na endlich! Hühnerfutter! Das ist so lächerlich, wenn ich das jetzt verliere, deswegen. Lächerlich. Okay, neuer Versuch. Verdammt, das ist immer noch so beschädigt, ne? Okay, machen wir es so, weiter. Ein weiter Weg. Kein Problem. Alle rein. Euren Wunsch. Und weiter. Ihr könnt auf uns zählen, leichtes. Was gibt? Manchmal steht nur Muskelkraft. Bewegt euch, Hunde, wir haben keine Chance. Seid bereit.
Meine Maus ist weg. Wie soll das gehen? Nein, nicht du! Was gibt's? Sturmbot bereit, my lord! Ja, Herr! Bewegung! Na los! Auf ins Getümmel! Ja! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Na endlich! Was gibt's? Ja, Herr! Bewegt euch, Hunde! Die sind so gut wie tot. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Bewegung! Los! Auf ins Getümmel! Was ich glaube, jetzt habe ich es. Bewegt euch, Hunde! Sturmbombe bereit, my lord! Na endlich! Bewegung! Na los! Ich glaube, ich hab's geschafft. Was gibt's? Ja, eine Botschaft des Schweins. Ja, verdammt! Ihr sucht Streit mit mir? Dafür werdet ihr zahlen! Ja, ich hab's geschafft! Fuck yeah! Sieg! Oh. Gott, endlich! Ich hab's geschafft, ohne Cheats und ohne drei Stunden dran zu sitzen. Fuck, ich bin so froh. Gott sei Dank. Sie zertrümmern mein Heim. Ich werde sie wie Hunde jagen. Und sie werden dafür bezahlen. Zuerst knöpfe ich sie auf. Und dann verbrenne ich ihre Füße. Und dann breche ich ihnen die Beine. Und dann... Oh, ein bisschen traurig. Nachdem ihr euch von einem Ende des Landes ins andere durchgekämpft habt, steht ihr mit euren Männern am Rande der Erschöpfung. Deshalb schlagt ihr das Lager tief im Feenland auf. Viele der Grafschaften, die ihr eingenommen hattet, wurden bereits zurückerobert, doch die Kunde, dass der König zurückgekehrt ist, gibt euch neue Hoffnung. Natürlich wurde ich zurückerobert, ich war noch mitten im Land. Es war auch total dumm, aus Orb zu versuchen. Gott. Also... Wegen jetzt hier, ich höre uns noch die Story an und dann höre ich auf. Ich bin so froh. Ich will jetzt unbedingt Pause haben nach dieser epischen Stadt. Das war so heftig, ey. Gott. Vierter Akt. Für den König und Vaterland. Ihr habt noch keinen Tag im Lager verbracht, als sich ein mit einer Kapuze bekleideter Fremder eurer Gruppe nähert. So treffen wir uns wieder. Die Brüder und ich haben lange dafür gebetet, dass ihr hier sicher ankommt. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr das Wissen, das wir euch anvertrauten, wohl eingesetzt habt. Aber jetzt müssen wir euch bitten, uns auch einen Gefallen zu tun. Herzog Tryff hat versucht, das geheime Wissen, das sich in unserer Bibliothek verbirgt, an sich zu bringen. Doch zu unserem Glück unterlief seinen Männern ein Fehler und sie belagern den falschen Ort. Während wir hier sprechen, sammeln meine Brüder das Material, das wir benötigen, um unser altes Kloster wieder aufzubauen, in welchem wir unsere Bücher versteckt halten. Wir können den Angriffen jedoch nicht länger standhalten. Wir können nur noch hoffen, dass ihr unsere Pläne für den Feuerfluss ebenso nützlich findet wie unsere anderen Entwürfe. Das ist doch eine Zeitverschwendung. Herzog Tryff, findet und tötet sie. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Ich liebe eine gute Jagd. Ich werde sie aufspüren, niederrennen und ihnen einen netten, qualvollen Tod bereiten. Haltet den Angriffen des Schweins so lange entgegen, wie die Mönche brauchen, um die benötigten Steine zu sammeln. Zieht euch dann zurück. Die Sümpfe sind hier euer größter Vorteil. Sie bilden eine natürliche Verteidigung
und dienen als Wasserquelle. Die Mönche haben euch von ihrem Feuerfluss erzählt, nutzt also die Wassergräben zu eurem Vorteil. Dieser Landstrich eignet sich auch vorzüglich für den Anbau von Äpfeln. Also, trotzdem, ich möchte sagen, ihr habt die Story ein bisschen angehört. Ich möchte noch ein bisschen was so ein bisschen Geschichtliches erzählen. Und zwar, die Mönche, die ihr hier sehen, die sind einfach welche, die immer in den Klostern hängen und so ein bisschen vor sich hin beten. Die waren früher einer der schlauesten Menschen, die es überhaupt gab, und haben viel geforscht. Auch die sind auch Erfinder für das Biers. Also, die haben wirklich viel geforscht, vor allem auch die Deutschen und die allgemeinen Mönche. Die waren früher wirklich, wirklich gelehrt. Die haben Menschen geheilt, die unterwegs waren, haben Bier erfunden, haben andere Geräte erfunden. Den Feuerfluss, von dem wir gerade gehört haben, das ist Pech, das verschüttet, das man verschlägt und dann halt anzündet. Also sie haben wirklich viel erfunden. Also das ist nur als geschichtlicher Hintergrund. Aber ich sage trotzdem mal, schön, dass ich es diesmal geschafft habe. Ich dachte schon, ich muss jetzt ein paar Wochen in dieser Mission hängen, aber dieselbe Mission wird nachher nochmal wiederkommen, nur noch härter. Ich krieg noch mehr Einheiten, aber der Gegner kriegt auch mehr Einheiten. Und das wird dann noch heftiger. Ich habe jetzt schon total den Mindfuck, ja, weil das bei Stronghold viel schwerer ist als bei StarCraft, dieses Micro hinzukriegen. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass ihr euch diese zwei Folgen genauso gut gefallen hat wie mir und dass ich ein bisschen auch diese Begeisterung teilt, die ich geschafft habe, weil ich endlich diese Mission geschafft habe. Ja! Gut. Also, ich hoffe mal, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.